Bund und Länder haben gemeinsam entschieden, zunächst allen Bewohnern in den Pflegeeinrichtungen bis Mitte Februar ein Impfangebot zu machen. Schon dieses Zwischenziel der Impfung der Schutzbedürftigsten wird einen entscheidenden Unterschied machen in dieser Pandemie. Und es wird dann nach und nach genug Impfstoff für alle in Deutschland geben. Wir können, Stand heute, voraussichtlich im Sommer allen ein Impfangebot machen. Wir sind absolut gegen eine Impfpflicht. Man führt de facto eine Impfpflicht ein, indem man eine Zweiklassengesellschaft schaffen möchte mit Impfpässen, was ja auch diskutiert wurde. Und als es dann eben auch Protest aus der Bevölkerung gab, man das zurückgezogen hat seitens von Herrn Spahn. Und weil ich auch mich bei Grippe nicht impfen lasse, weil ich das für mich persönlich nicht für notwendig halte. Normalerweise dauert es doch zumindest 4 Jahre, bis ein Impfstoff wirklich getestet ist und auf dem Markt.